Man kämpft, um wieder gesund zu werden und ja, mitunter eben auch verbissen. Man steht sehr alleine. Ich habe jetzt auch nur noch vielleicht 60% meiner ehemaligen Leistungsfähigkeit. Ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Ja, es ist Mai, auch wenn das Wetter nicht immer ganz so danach aussieht, aber im Wonnemonat und unsere Stammhörer und Hörerinnen wissen das ja, da haben wir uns auch immer dem Thema Borreliose gewidmet, aus gutem Grund, denn die Zecken, die sind natürlich unterwegs im Frühjahr und je wärmer es wird und umso schöner es wird, da sind sie umso aktiver und gerade wenn die Gartenarbeit und die Saison wieder beginnt, dann passiert es natürlich schon immer mal wieder, dass der eine oder andere eine, tja, ungeliebte Bekanntschaft mit diesem kleinen Tierchen macht. Und wir haben uns in jedem Jahr immer wieder diesem Thema angenommen und haben auch geguckt, gibt es da Neues, vielleicht in der Forschung, in der Medizin und was machen unsere Gruppen. Vor allen Dingen hier in Potsdam haben wir ja das Glück gehabt, dass wir eine sehr aktive Gruppe hatten. Jahrelang geleitet von unserem auch HelpFM-Redaktionsmitglied Konrad Winkler, der leider verstorben ist Ende des vergangenen Jahres. Die Gruppe ist aber weiter am Leben und hat auch den Lockdown überdauert. Sie wird sich jetzt Mitte Mai zum ersten Mal seit längerem wieder auch in Präsenz treffen, hier im Selbsthilfezentrum Seekitz in Potsdam. Mein Name ist Oliver Geldener. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Ausgabe. Ich bin nicht allein im Studio, sondern bei mir sind Ilona Drescher, Elisabeth Kamin und Guido Vollkreuz von der Potsdamer Borreliose-Gruppe. Frau Drescher, fangen wir doch vielleicht mal an. Das hat ja nun uns alle sehr unerwartet getroffen, das Ableben von Konrad, einfach weil er jetzt nicht schon Monate oder Jahre lang schwer krank war, sondern also aus unserem Empfinden eigentlich aus dem Leben gerissen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir den Nachlass dann hier hatten bei uns in Seekitz im Selbsthilfezentrum. Ich selber habe den mit hier reingeschafft, mehrere Kisten. Und dann haben Sie sich dessen angenommen. Haben Sie das denn alles jetzt schon mal verarbeiten können und auch schon aufarbeiten können, was Sie da so an Nachlass bekommen haben? Ja, wir haben inzwischen geklärt, wo wir die Unterlagen lagern können, weil ja nicht alles jeder mit nach Hause nehmen kann. Für mich waren die finanziellen Dinge am wichtigsten, weil ich den Part übernommen habe, die Projektgelder zu betreuen, zu beantragen und abzurechnen. Und inzwischen haben wir auch ein Schließfach, in dem wir jetzt das Wichtigste lagern, sodass jeder, wenn er möchte, dort ran kann. Und ansonsten war es ziemlich schwer, ja, mit diesem Nachlass umzugehen, weil wir alle ziemlich geschockt waren über den so plötzlichen Tod von Konrad. Mhm. Und wir waren alle in gewisser Weise irgendwie gelähmt und mussten uns erstmal wiederfinden. Und uns war klar, dass es weitergehen soll. Und wir haben auch gemerkt, dass der Konrad eigentlich so ein wichtiger Mensch war, der alles eigentlich gemacht hat, ohne dass wir das manchmal vielleicht hinterfragt haben und erst beim Aufarbeiten gesehen haben, was er alles gemacht hat. Er war so vielseitig, er hat alles organisiert, er hat das mit den Geldern übernommen und irgendwie hat man ihm das nicht angesehen, dass das sehr viel Mühe und Zeit gekostet hat. Und das haben wir jetzt erst begriffen, was er da eigentlich für Arbeit geleistet hat. Ja, ja, also wir sind alle traurig. Ich hatte Teile der Gruppe im Januar gesehen, da muss man sagen, waren sie wie paralysiert alle. Schockstarre kann man ja auch verstehen, es ist ja gerade im Ende des vergangenen Jahres passiert. Wie sieht es denn aus eigentlich mit den Projekten? Das liegt nun auch noch an Corona, muss man sagen. Das kommt ja nun auch noch dazu. Nicht nur, dass sie so einen Wechsel haben von einer so präsenten Figur in der Selbsthilfe, der eben so viel gemacht hat, sondern jetzt kommen ja auch diese Erschwernisse hinzu. Ich nehme mal an, dass da nicht alle Projekte gemacht werden konnten, dass sie da auch noch ein paar Gelder mit sich, also vor sich herschieben, oder? So geht es ja vielen Gruppen. Ja, das ist richtig. Wir haben einige Projekte nicht durchführen können und die liegen jetzt sozusagen im Fach und mussten aber neue beantragen, weil man sonst nicht in der Lage ist, die Gruppe weiter zu leiten. Das sind Pauschalgelder, die wir bekommen. Es sind verschiedene Krankenkassen, die wir bei denen wir die Gelder beantragen. Und eins habe ich der Elisabeth schon gesagt, die Pauschalförderung, die ist bereits bestätigt. Die bekommen wir für das neue Jahr. Die anderen Projekte, Tag der integrativen Medizin und der Vortrag von Dr. Jansen-Rossek war das, das ist noch offen. Das wissen wir nicht, ob das die Gelder kommen. Ist das nicht ein altes Projekt gewesen, also wo die Gelder schon bewilligt waren? Ja, bei einem sind sie bewilligt, die liegen bereit.
Und bei den anderen Projekten, ja, warten wir noch auf die Zusage. Also Sie haben neue beantragt. Das ja, heißt, Sie wir haben neue beantragt. Wollen weiter die Gruppe aktiv gestalten. Es gibt ja auch Selbsthilfegruppen, die dann gerade nach solchen Ereignissen so still einschlafen. Das finde ich ja toll, dass da also die Energie da ist. Das darf ja auch nie an einer einzelnen Person hängen. Also wir sind ja in der, sagen wir mal so, in der glücklichen Lage, dass wir uns einig waren, dass wir es weiterführen und wie wir es weiterführen. Und das haben wir ja untereinander geklärt. Und der wichtigste Part ist vielleicht Elisabeth, die die vielen Kontakte hat und auch das Wissen hat, das wir benötigen. Und ja, die Webseite war der Guido und ich die Finanzen. Und ich denke, dass wir auch andere fragen können, wenn es irgendwie organisatorisch Hilfe geben wird, dann sind immer Leute da, die uns mit Sicherheit auch unterstützen werden. Das heißt also, Sie werden auch diesem Jahr aktiv Projekte machen und gestalten, soweit das möglich ist. Das finde ich schon mal toll. Und ich finde es auch gut, dass Sie jetzt erstmal gesagt haben, wir lösen das im Team. Also die Gruppenleitung, die Konrad jetzt erstmal vakant hinterlassen hat. Also das scheint mir auch die richtige Lösung. Vielen Dank, Frau Drescher. Ich weiß, Sie sind auf dem Sprung und müssen zur Gruppe und wir machen gleich mit den anderen weiter. Ja, gut. Danke. Alles gut. Frau Kramin ist jetzt auch bei uns in der Runde. Sie gehören also auch zum Führungszirkel, sage ich jetzt mal so. Welche Aufgabe konkret übernehmen Sie jetzt? Also Frau Drescher hat die Finanzen unter sich, haben wir gerade gehört. Also ich versuche eben zu managen, wann wir wieder Gruppe machen. Also bei mir laufen dann auch die Anfragen ein von Gruppenmitgliedern. War am Anfang ein bisschen schwierig. Wir mussten uns dann erstmal einen E-Mail-Verteiler aufrühren. Ich meine, es ist ja alles immer, wird ja mit verdeckten Verteiler geschickt und Telefonnummern hat man auch nicht. Das hat erstmal eine Weile gedauert, ehe wir dann wieder die ganzen Kontakte zusammen hatten. Also können Sie sich ja vorstellen, bei allen Datenschutz ist es wirklich manchmal wirklich schwierig, wenn jemand geht, ja. Ja, das glaube ich. Es gab ja, wie gesagt, diesen großen Nachlass. Da war wahrscheinlich schon viel zu finden, oder? So partiell, aber jeder Mensch hat wahrscheinlich seine eigene Systematik. Das und natürlich. Ehe wir dann das gefunden hatten, was wir brauchten, da hatten wir dann eben die Sachen auch schon anderweitig besorgt. Und ich meine, uns war das auch wichtig, dass wir, also wir sind dann auch zahlreich wirklich auch zu seiner Bestattung gegangen auf dem Südwestfestfriedhof in Stahnsdorf. Da waren dann doch die meisten Gruppenmitglieder kurz vor Weihnachten. Und da haben sie wahrscheinlich die Chance genutzt, so eine, sage ich jetzt mal, außerplanmäßig kleine Sitzung zu machen. Und da konnte man sich dann nochmal austauschen. Nun kam ja, habt ihr ja eben schon angesprochen, nun auch noch Corona dazu. Wann hat sich denn die Gruppe zum letzten Mal, weil jetzt, 12. Mai, sehen Sie sich zum ersten Mal wieder. Wann war das letzte richtige Treffen? Das letzte Treffen war im Dezember gewesen. Im Dezember haben Sie noch eins gemacht. Und dann wollten wir erst im Januar eins machen und dann waren ja die Zahlen nach Weihnachten so hoch und dann hatten die Menschen auch Bedenken. Ich meine, wir hätten uns hier treffen können, es gibt ja die Sondergenehmigung, aber die Leute hatten wirklich auch Bedenken, sich anzustecken und aus dem Grunde haben wir das fallen lassen. Dann gab es die Überlegung, online zu machen und ja, ich hatte dann auch per E-Mail rumgefragt, aber die wenigsten waren dafür, das online zu machen, weil eben wichtig der direkte Kontakt ist, in die Augen sehen und das kann man über Zoom alles sehr schlecht machen, denke ich mal. Also, besser als nichts, aber ersetzt es natürlich nicht. Aber wie haben Sie es dann gemacht? Gab es dann Kontakt über E-Mail, über Telefon? Die Leute untereinander und bei mir kamen dann auch Rückfragen an und ich habe mir das jetzt auch zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwas Neues erfahre, das irgendwie, dass ich das rumschicke und so weiter, also auch darüber und dann kommen Rückfragen und wir haben auch noch, was jetzt ab Anfang Mai läuft, zusammen mit der Borreliose-Gruppe in Brandenburg nehmen wir an einer Studie teil von einer Forschungsgemeinschaft, Biopol heißen die, und zwar haben die einen Extrakt gemacht aus Zunderschwamm. Und was allgemein ein Immunstärkungsmittel sein soll. Und wie gesagt, von uns beteiligen sich da 9 Leute und aus der Brandenburger Selbsthilfegruppe 6 oder 7. Was ist das? Also Schwamm, das ist dieses Tier? Zunderschwamm ist ein Baumschwamm, der nicht an den Baumwurzeln sitzt, sondern, wenn sie die Bäume noch stehen haben, ungefähr meistens so in Kopfhöhe, bevor der Baum ganz abstirbt. Also der ist markant, also sieht man öfter. Ja, und der hat einen Wirkstoff, der ist bei Borreliose interessant. Und der ist interessant, also insgesamt bei Immunsystem stärkend und in erster Linie haben wir festgestellt, dass gerade bei uns chronischen Patienten darum geht, Immunsystem stärken, dass das Immunsystem eine Chance kriegt, die Area klein zu halten und dass es uns einigermaßen geht.
Und da ist jetzt natürlich auch eine Hoffnung da. Mhm. Und ja. Das ist immer eine gute neue Info, sicherlich auch, ja, die Sie an die Gruppe dann weitergeben können. Ne? Ja, die, und wie gesagt, wir haben uns daran beteiligt. Mhm. Dadurch, dass wir an die Studie teilnehmen, kriegen wir auch den Stoff eben zum halben Preis. Und das ist natürlich auch ein Anreiz, Symptomliste und so weiter alle zu führen. Und ja. Und die Ergebnisse sollen wohl im Herbst vorgestellt worden, da und in der Tagung. Und ist es auch gut, wenn man damit beitragen kann, dass es auch vielleicht ein bisschen weitergeht, dass es uns mal besser geht. Ne? Auf alle Fälle. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Wie geht's Ihnen denn so jetzt? Seit wann haben Sie das überhaupt? Seit die Borreliose? Ja. Also ich habe sie vermutlich seit 2003 und mein Immunsystem hat es bis vor gut 5 Jahren geschafft, das halbwegs zu deckeln. Da ging es mir einigermaßen immer noch. Mir ging es nie richtig gut, aber man wird ja auch älter. Und wo ich dann im Prinzip dann zusammengeklappt bin, und ich bin jetzt seit 3 Jahren, habe ich jetzt die Erwerbsminderungsrente. Und also war auch ein langer Prozess bis dahin, weil man ja, sag mal so, als chronisch Kranker, man sieht ja auch nicht unbedingt schlecht aus, wenn man Borreliose hat, bei den meisten. Die sehen ja auch meistens nicht so. Ist das Problem? Ja, und also ich hatte mir dann auch beim medizinischen Dienst der Krankenkassen dann auch anhören müssen, so nach dem Motto, als ob ich so faul wäre zu arbeiten, ja, indirekt und alle diese Dinge. Und ich war immer ein Mensch, der eigentlich mehr, so 16 Stunden am Tag mehr gearbeitet hat, die noch umgedreht, also viel zu viel gemacht hat, ja, auch ehrenamtlich, ja. Das, wenn man so weit gesagt kriegt, das geht dann schon auch doch an die Substanz. Auf alle Fälle. Ja. Hatten Sie denn auch dieses sogenannte Fatigue-Syndrom, von dem ist ja jetzt auch wieder die Rede, ja, bei Corona langstehen, also diese permanente Erschöpfung und Müdigkeit? Die permanente Erschöpfung, besonders in den ersten Jahren. Und das habe ich dann aber durch Einnahme von Aminosäuren und naturheilkundliche Behandlung doch ein bisschen deckelt gekriegt. Aber ich habe jetzt auch nur noch vielleicht 60% meiner ehemaligen Leistungsfähigkeit. Ja. Mhm. Aber also am Anfang war das so, dass ich bis Mittag keinen klaren Gedanken fassen konnte. Mhm. Und ja, alles im Zeitschneckentempo gibt, also immer so ein Bett kommt und alles, ja. Ja, und man konnte da nichts gegen machen, ne? Das war ja das Problem. Und man ist hilflos und das Gedächtnis ist schlecht. Sie können sich nicht merken. Also ich habe Zeiten denn hinter mir, da habe ich auf dem Markt Geld hingegeben und ich wusste, ich habe Drückgeld gekriegt, nicht mehr, wusste ich nicht mehr, was ich hingegeben hatte, ja. Oder man hat mich gefragt, wo ich wohne, Adresse über 10 Jahre gewohnt, mir ist der Straßenname nicht eingefallen, ja. Unglaublich. Also das sind dann Dinge, wo man dann anfängt, wirklich an sich zu zweifeln und ja. Was hat Ihnen denn geholfen? Also Konrad war ja dann ein sehr großer Experte auch in Sachen Naturheilkunde und hat da viel gemacht. Ne? Was hat Ihnen so geholfen, wo Sie sagen, das war eigentlich das Ding, was mich rausgeholt hat? Ich bin auch in naturheilkundlicher Behandlung und ja, ich hatte auch eine Schwermetallbelastung gehabt, also auch Amalgam, also im Kiefer hatte ich auch Amalgamsplitter gehabt und auch eine Entzündung im Kiefer, die auch ausgeräumt wurde. Also da ist auch sehr viel passiert, um die Gesamtlast vom Immunsystem runterzunehmen. Was auch geholfen hat, wollte ich sagen, auch gerade in Bezug auf Kopf, auf geistige Klarheit und so weiter. Also schätze mich jetzt wieder so ein, dass ich geistig so fit bin, aber körperlich halt eben nicht. Ne? Also es geht Ihnen jetzt, würde ich sagen, deutlich besser als noch vor ein paar Jahren? Ja, würde ich so sagen. Aber wie gesagt, körperlich nicht, weil ich eben doch ganz schlecht laufen kann und bin auch schwer beschädigt. Und ja. Hat es mit der Borreliose zu tun? Sind das Spätfolgen? Ja, sind Spätfolgen. Also die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, die Lenke entzünden sich. Und bei mir war das so, das haben nicht alle, also dass ich eben auch die peripheren Nerven sich entzündet haben. Und ich habe seit 5 Jahren fing das dann an, hatte ich dann auch permanent Nervenschmerzen, also Tag und Nacht. Und jetzt so die letzten Dreivierteljahr ist das dann nur noch manchmal, ja. Aber die Zeit, wenn Sie Tag und Nacht Schmerzen haben, das schlaucht Sie einfach, das geht eine Substanz, ja. Und da wünschen Sie sich eigentlich nur, dass die Schmerzen aufhören, nicht weiter, ja. Also, ja, das glaube ich. Und geht natürlich auch auf die Lenke, dass die Lenke sich abnutzen, aber in erster Linie sind es halt eben auch die Muskelsehnen und Bänder und so weiter, also die wirklich Probleme machen, ja. Gibt es jetzt irgendwas, was Sie so auch prophylaktisch vielleicht machen, eine Form von Sport oder Bewegung? Also oder was mir sehr hilft, also weil ich auch mit Lymphen zu tun habe, die anzuregen, also die Lymphe müssen ja fließen, damit der Körper auch entgiften kann, ist so Trampolinwippen und ich habe mir jetzt eine Infrarotsauna geleistet und die ich jetzt täglich benutze und da schwitze ich eben auch einen Großteil der Sachen aus. Ja, ah, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Und ich denke, auf Ernährung achten ist immer ein Thema. Ne? Ja, und ich habe
auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten von über 25 Lebensmitteln. Mhm. Also ich mache alles frisch, ich koche, ich meide die ganzen Sachen und ohne Getreide, glutenfrei, keine Milchprodukte, kein Soja, auch noch verschiedene andere Obst- und Gemüsesachen, die auch nicht gehen. Also und Fleisch geht auch nur Hühnerfleisch. Also da achten Sie also. Also ich achte sehr drauf und ich sag mal, wenn sie gerade die Dinge meiden müssen, die sind ja auch nicht gesellschaftsfähig, wenn irgendwelchen Feiern oder was sind ja. Also man bringt sich alles mit, man macht sich alles selber und sind der Typ, der dann immer mit den Tupperdosen ankommt wahrscheinlich. Und manche sind dann auch so ein bisschen frustriert, weil sie irgendwie auf der Tüte tun wollen, nicht? Mm. Und wenn man dann ihre Sachen nicht isst und Ist schon nicht so einfach. Kann ich mir denken. Ja, aber ich selber in Bezug auf Ernährung habe mich sehr gut eingestellt. Ich selber habe auch eine Biokiste, die ich mir liefern lasse. Also da war die Sache auch viel mehr etwas einfacher macht. Aber es ist natürlich auch alles eine finanzielle Frage. Und das stimmt natürlich. Je mehr man darauf achtet, umso teurer wird es. Ne? Ja. Aber gut, es ist ja für einen selbst, für die Gesundheit. Wie haben Sie die Corona-Zeit erlebt? Jemand, der Borreliose hat, hat ja eh schon ein bisschen angegriffenes Immunsystem. Hatten Sie dann besonders Angst oder haben Sie sich gesagt, nö, also im Grunde kenne ich das schon, so mit Erregern klarkommen? Also ich persönlich hatte jetzt keine Angst gehabt. Und ich erlebe auch nicht so die Einschränkungen wie andere. Ich habe sowieso nicht die Kraft, abends irgendwo ins Kino oder Theater zu gehen. Die Ausgangssperre, die merken Sie nicht. Das hat mich alles nicht berührt. Und inzwischen, ich komme auch ganz gut mit mir alleine klar, wollen wir sagen. Also das ist ja bei jedem irgendwie unterschiedlich. Ja. Ist vielleicht auch manchmal ganz praktisch. Wenn man weniger mit Leuten zusammen ist, braucht man auch weniger über seine Krankheit zu erklären. Also am Anfang war es schon schwierig und die meisten Menschen glauben ihnen das auch manchmal ja nicht. So nach dem Motto 30 Nahrungsmittel, ja, dann probier doch, das wirst du schon sehen, das bekommt ihr oder solche Sachen. Ja, das sind immer die Besten, ne? Ja, naja, gut, aber da sortiert sich dann wahrscheinlich auch der Bekanntenkreis ein Stück weit neu. Ja, und das ändert sich auch. Aber ich denke, das ist so meine Krankheitserfahrung, die ich habe. Und deshalb ist auch die Selbsthilfe so wichtig. Selbst die eigenen Kinder, also die meine sind erwachsen, ja, mit denen ich wirklich ein sehr inniges Verhältnis habe und wir über alle Sachen sprechen, die haben eigentlich so eine richtige Vorstellung, was mit mir ist, haben die nicht. Ja, also die können sich das ja auch ja nicht vorstellen, wie das ist, jeden Tag Schmerzen zu haben oder so. Da muss man wirklich die Erfahrung in seinem Leben mal gemacht haben, um auch andere verstehen zu können. Und das ist oft so. Man versteht es immer erst, wenn man es selber hat. Ja. Ne? Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. So, dann kommen wir jetzt mal zu Guido Volkholz, auch aus der Potsdamer Borreliose-Gruppe. Wir haben gerade mit Frau Kamin geklärt, die Corona-Zeit hat sie gut überstanden. Sie aber hatten eine Infektion, ist das richtig? Also hatten Corona? Ich hatte eine Infektion Oktober, November, ungefähr 3 bis 4 Wochen hat es gedauert. Ja, war aber ein milder Verlauf, da können wir davon ausgehen. Man hat mehr Angst dann, so ein bisschen war ja schon die Unsicherheit mit dabei, aber alles gut. Soweit die Episode da an sich gut verlaufen. Die Zustände kennt man ja leider auch von der Borreliose ein bisschen her. Da muss man gucken. Grippeverlauf, so den Sie hatten. Grippeverlauf, Schwächeverlauf und über 14 Tage Probleme beim Atmen. Mhm. Also so ein bisschen Brennen in der Lunge und vor allen Dingen Schwäche. Das haben Sie schon gemerkt. Also da gehören Sie jetzt zu den Genesenen. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Man kennt das, wenn man Borreliose hat. Ich weiß nicht, wann das Sie betraf. Es ist ähnlich, oder? Also diese Schwächegefühle kennt man. Ja, man kannte die Schwächegefühle. Thema ist natürlich nur bei der Borreliose. Insofern ist der Vergleich eben nicht. Bei der Borreliose hat es ja wesentlich länger angedauert. Gerade die Schwäche oder auch diese Atemnot war bei mir über ein halbes Jahr fast. Also bei der Borreliose. Bei mir fing es 2013 an mit dem Akutfall. Jetzt im Nachhinein kann man es so bewerten und hat sich dann fortgesetzt. Ich bin praktisch über das Jahr 2013 nicht genesen und zum Ende hin hat sich der Gesundheitszustand verschlechtert. Das ging auch bis in den März 2014 und praktisch war ich dann ab August 2014 nach mehreren Arztbesuchen, ich hatte 88 Arztbesuche, weiß ich noch, 4 Krankenhausaufenthalte, darunter Kardiologie, Rheumatologie, Neurologie
Und dann ist es immer schlimmer geworden praktisch. Bis 2014, 15, ich war 16 Monate krankgeschrieben, arbeitsunfähig, bin jetzt wieder Vollzeit im Beruf. Deswegen auch nur praktisch Teilzeit in einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Weil es eben neben dem Beruf dann noch die Selbsthilfegruppe so zu führen, wie sie Konrad gemacht hat, das schafft man halt. Nö, aber Sie gehören ja auch zum Team. Sie haben, glaube ich, den Bereich Online. Ich habe den Bereich Online, Mail und praktisch alles, was man jetzt an Darstellung im Netz versuchen zu machen. Ja. Mhm. Naja, ist da auch gut. Jeder das, was er halt kann, ist ja klar. Das ist ja im Grunde eine ehrenamtliche Tätigkeit natürlich. Mhm. Was Sie gesagt haben mit 88 Ärzten, hört man ja immer wieder. Also gerade bei Borreliose habe ich das auch oft gehört. Es dauert wohl, bis man auch den Arzt findet, der mal die richtige Diagnose überhaupt Waren vier Rheumatologen mit bei. Ja, ich habe hier zwei sehr gute Ärzte, einen in Brandenburg und einen in Teltow. Und habe mich dann mit einer Eingebung aus dem Forum praktisch irgendwann privatärztlich behandeln lassen und bin am 21. Dezember oder 22. Dezember nach München gefahren zu einem Professor, und der mir das ein bisschen erklärt hat. Und da ist dann der Groschen noch gefallen: Wenn die Experten nicht zu mir kommen, muss ich zu den Experten fahren, und bin dann in der Republik rumgereist. Ja. Ich habe halt ordentlich Druck gemacht, weil ich auch immer wieder nochmal wieder arbeiten wollte und mit dieser Situation nicht klargekommen bin, dass man eine Krankheit hat, wo es nicht weitergeht und wo es immer schlimmer wird. Also, ja, also wie haben Sie das eigentlich erlebt? Sie waren ja da wirklich noch in der Mitte Ihres Lebens, ne? Ja, es ist eigentlich sehr tragisch. Und wenn man dann drinnen steckt, man kämpft, um wieder gesund zu werden und mitunter eben auch verbissen, und es ist, man steht sehr alleine. Das hat Elisabeth schon hat anklingen lassen, weil das Verständnis ist nicht da und man ist selber erstmal fassungslos. Man ist einfach fassungslos, man liest viele Berichte in den Foren und sagt, das kann eigentlich nicht sein, dass es so eine Krankheit gibt und dass da wirklich so die Sachlage ist, wie ich es erlebt habe mit der Behandlung. Es gibt ja kein richtiges Behandlungskonzept. Ja. Was mir dann wirklich geholfen hat, deswegen stehe ich auch hinter dem Prinzip der Selbsthilfegruppe. Ich bin im August 2015 erstmalig dann zur Selbsthilfegruppe in Berlin gegangen. Und dann später auch hier nach Potsdam. Selber komme ich aus Strausberg. Das ist halt auch ein großer Weg. Aber es war so der Kontakt zu dem, was Elisabeth vorhin auch angesprochen hat, zu Selbstbetroffenen, und der direkte Austausch hat auch die ganzen Forenbeiträge oder dieses Informieren im Internet nicht ersetzt. Also das hat mich dann im Wesentlichen vorangebracht, und um auch mit der Situation klarzukommen, mit der Erkrankung, dass man jetzt erkrankt ist. Und vor allen Dingen hat es mir den Ansporn gegeben, gerade auch in Berlin war die Leiterin der Selbsthilfegruppe, die hat selbst noch nebenher gearbeitet auch, und da habe ich mir gesagt, nee, Guido, das schaffst du auch. Und das war ja im August 2015, ich bin seit praktisch November 2015 dann wieder arbeiten gegangen, ja. Was hat Ihnen denn geholfen? Was war dann so der durchschlagende Erfolg? Der durchschlagende Erfolg war ja der Besuch eines der renommiertesten Arzt in Rheinbach bei Bonn, der mich auch persönlich, was mir gefehlt hat, war auch so die persönliche, ich war sehr skeptisch. Man wird ja von allen Seiten beballert, aber so die persönliche Überzeugung und das Gespräch mit ihm, er ist ja schon etwas älter, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Klar. Das war Dr. Berghoff, und der hat eben zu mir gesagt, ich bin Elektrotechniker vom Beruf, der hat zu mir gesagt, eine Borreliose kann man noch einen Elektrotechniker erklären, und der hatte dann im April, praktisch zu Ostern 2015, habe ich unter seiner Schirmherrschaft mit Betreuung eines örtlichen Experten, sag ich mal, hier in Brandenburg dann die Therapie angefangen. Die Kommunikation lief weiter über E-Mail. Da sind viele Beschwerden, gerade Herzrhythmusstörungen sind weggegangen, zum Beispiel, was mehr, und die Schlafstörungen, die ich hatte, konnte man nicht schlafen, und bestimmte Schmerzen sind besser geworden, so dass man das Gefühl hatte, was ja auch ganz wichtig ist, dass man ein Gefühl der Besserung verspürt, um dann wieder Schwung und Mut aufzunehmen. Ja. Und dieses Gefühl war das Wichtigste dabei auch. Ja, die Psyche spielt ja unheimlich viel mit, dass man sich da nicht so fallen lässt und sagt, das wird sowieso nichts. Und ich denke mal, der Schlüssel war vielleicht auch diese Erklärung. Sie sind es ja dann auch aufgrund Ihres Berufes eher gewohnt, die Dinge zu durchdringen, rational. Und wahrscheinlich hat der Professor da die richtige Ansprache gefunden. Können Sie es denn für unsere Hörer mal ganz kurz erklären?
Borreliose, wie kann man die denn verstehen? Das ist richtig, Herr Berghoff hat ja alle Krankenhäuser vorher und Ärzte vorher nicht zusammengebracht hat. Er hat also komplett meine Krankenlage zusammengefasst und hatte ein 42-seitiges Essay geschrieben. Oh Gott, ja. Gleichzeitig, ja, aber konkret und ja, also es war toll, sehr fundiert. Es hat aber leider auch 3 Monate gedauert. Also ich war im März bei ihm, im Juni hatte ich dann die Diagnose und man muss auch sagen, dass ich mich ja im November, Ende November bei ihm angemeldet hatte, um dann am Ende März den Termin zu bekommen. Ja. Also wenn, muss man da auch nochmal sehr viel Geduld aufbringen. Und das Problem der Borreliose ist zum einen, dass er eben ins Immunsystem eingreift und dadurch den Körper schwächt und dadurch den Überhang kriegt und in alle Bereiche halt eindringt. Ja. Also ich hatte ja Herzrhythmusstörungen, ich hatte Sehnenschmerzen, auch Lymphödem in die Richtung ging es. Also alle Bereiche werden beeinträchtigt und man kriegt es so nicht zu fassen. Und das Wichtigste ist ja zum einen, ich habe auch sehr viel naturkundlich gemacht, das Immunsystem zu stärken, was bei mir auch ein Problem war, um überhaupt therapiefähig zu werden. Mhm. Und dann habe ich halt doch eine längere anfänglich Antibiotikatherapie gemacht. Also eine Kombitherapie nennt man das ja mit verschiedenen Antibiotika. Und bei mir war immer, ich habe das große Glück, dass ich oral sehr gut die Antibiotika vertrage habe, was nicht immer der Fall ist, dass man die Antibiotika auf Langzeit nimmt und aufpasst, dass man die eben über einen längeren Zeitraum nehmen kann, Therapiedisziplin behält und dadurch einen langen, erfolgreichen Angriff auf die Borrelien versucht, weil die Borrelien sind speziell, weil sie teilen sich sehr langsam. Das heißt, die Fortpflanzungszyklen sind größer, wesentlich größer als bei normalen Bakterien und dadurch ist der Therapieansatz bzw. die Therapiedauer auch wesentlich länger notwendig. Und der andere Punkt war ja damit noch nicht abgeschlossen. Also ich habe immer wieder Rückfälle gehabt. Der andere wichtige Punkt ist, die Koinfektion zu beachten. Bei mir sind es nicht nur die Borrelien, sondern im Wesentlichen die Babesien. Babesien sind nicht nur Bakterien, das ist ein Problem, sondern sind eher malaria-ähnliche Protozoen, die man eben mit Antibiotika nicht erwischt. Deshalb müssen andere Medikamente eingesetzt werden. Und entscheidend ist ja auch, dass auch die Babesie in das Immunsystem eingreift und so sich so ein Aufschaukeln. Man weiß jetzt nicht, was war eher da. War die Borrelia hat's geschwächt, dann sind die Babesien höher gekommen. Also es ist komplex, um da wieder halbwegs rauszukommen. Mhm. Und so ein lebenswertes Leben zu erreichen, also so, dass man bei 60-80% der Leistungsfähigkeit ist. Also ich bin nach wie vor auch nicht, so wie Elisabeth, bei meiner vollen Leistungsfähigkeit. Man hält sich dann und man muss viel beachten, bei der Ernährung auch, das ist ganz klar. Man muss seinen Lebensweise umstellen alles, genau. Ne? Man muss alles, ja, das ist dann schon. Und man lernt den Körper natürlich ganz anders kennen. Also ja. Immunsystem ist der Schlüssel, ne? Wenn das gut funktioniert, kann es viel abwehren, ist klar. Sie sagten dann, Sie hatten Therapie hier in Brandenburg. Was wurde da denn gezielt gemacht? Was hat Ihnen denn da so geholfen? Zum einen auch Schwermetallentgiftung war im Vordergrund. Okay. Sonst war, ich hatte dann verschiedenste Infusionen, noch Vitamininfusionen und Aufbauinfusionen praktisch. Entgiftung zusammen. Also entgiften, Vitamine zuführen. Immunsystem hochfahren. Was machen Sie momentan oder so täglich? Gibt es da auch so ein kleines Programm? Na, momentan, was ich einnehme, ist nach wie vor immer noch Mikronährstoffe verschiedenster Art. Also Magnesium, Vitamin C, Coenzym Q10, verschiedene, also Vitamine, Vitamin B12, B6. Und dann führe ich ja zurzeit wieder eine Therapie mit Disulfiram durch. Was ist das? Können Sie es erklären? Disulfiram ist Antabus, ist ein Medikament, was in den 50er Jahren schon erfunden wurde, damit die Alkoholiker nicht wieder anfangen zu trinken und praktisch in der Leber die Verstoffwechselung vom Alkohol verhindern und damit Zustände hervorrufen, die man eigentlich so nicht haben möchte. Also praktisch Vergiftungserscheinungen. Und das wurde eine Zeit lang praktisch als Therapie durchgeführt, um Alkoholiker vom Trinken weiterhin abzuhalten. Und wie hilft das jetzt einem Borreliose-Patienten? Bei der Borreliose ist die Theorie, dass es praktisch die Fortpflanzung hindert für die Borrelie an sich, den Aufbau der Zelle verhindert praktisch. Es schadet der Borrelie. Aber schadet es auch Ihnen? Man muss natürlich strikt das Alkoholverbot beachten. Ja. Man muss auch die Ernährung umstellen. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Zucker isst, um dann irgendwelche im Darm irgendwelche Vorgänge, die Alkohol
Fermentierung erzeugen, zu verhindern, weil dann kriegt man nämlich den Zustand, den man nicht haben will. Und der ist nicht schön. Ich habe ihn gehabt. Was heißt das? Ist das dann wie so ein Riesenkater? Oder na, genau, na, das ist, man kriegt ganz hohen Blutdruck, Herzrasen und man kriegt, ich hatte gedacht, ich habe hohen Blutdruck, kenne ich, aber man kriegt richtig hohen Blutdruck. Eieiei. Ja. Also Frau Kamin so, guckt so, als wenn sie das jetzt nicht nehmen würde. Gut, das wäre mal gleich. Ja, es ist umstritten, aber es gibt ja, kommt ja aus den USA und damit wurden große Erfolge erzielt. Und bei mir wirkt es, und ich hatte jetzt ja schon mehrmals, ich nehme es ja seit 2019 und seitdem eigentlich auch nicht mehr die hohen Antibiotika. Diese Antibiotika waren ja bisher das Einzige, was man hatte bei der Borreliose. Und vor allen Dingen auch die Langzeittherapie und jeder Experte hat halt seinen anderen Mix. Es ist eben nichts standardisiert, um jetzt zu sagen, damit wird man gesund. Und es ist ja individuell, aber ich habe das Gefühl, dass Disulforan hilft mir momentan am besten, selbst wenn ich es wieder absetze. Ich hatte jetzt immer so 2, 3, teilweise 4 Monate genommen. Und der Zustand bleibt aber gerade, was jetzt den Bewegungsapparat betrifft, die Schmerzen, die Brennschmerzen in den Gelenken und in den Waden, die sind nicht wieder aufgetreten. Und das hatte ich bei der Antibiose. Innerhalb eines Monats waren diese Brennschmerzen auch in den Gelenken halt wieder vorhanden. Also das ihnen hilft, das ist ja auch wichtig. Und das ist, denke ich mal, individuell. Es kann sein, dass andere aus ihrer Gruppe sagen, oder im Himmel zu Fall ist es sehr individuell. Genau. Ja. Also ich kenne sehr viele, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die sich austauscht, die das Medikament auch nicht vertragen und die da überhaupt nicht rankommen. Also. Naja, ich glaube auch, aber wenn es Ihnen hilft, ich meine, ist klar, und damit schwächen Sie die Borrelien, aber sagen Sie mal, warum ist es denn nicht möglich, diese Borrelien generell abzutöten? Weil sie sich zurückziehen ins Bindegewebe. Aha. Also sie werden vom Antibiotikum nicht erfasst. Dann, sie werden dann nicht mehr vom Antibiotikum erfasst. Und dieser Vorgang geht eigentlich sehr schnell. Entscheidend ist der Anfangszeitpunkt. Entscheidend ist die Therapie am Anfang. Dort können ja die einfachen Antibiotika genommen werden, wie Doxycyclin, die ja in der Leber sehr hohe verstoffwechselt werden und damit sehr hohe Wirkstoffkonzentrationen erreicht werden. Und Doxycyclin ist eigentlich super. Aber wenn es dann am Anfang nicht einmal richtig ausgerottet wird im Blutkreislauf, dann wandern die sofort ins Bindegewebe ab. Und das merkt man auch. Ich habe zum Beispiel unten komplett die Beinbehaarung verloren. Und das ist ja mit Herrn Berghoff auch aufgefallen, was mir so gar nicht aufgefallen ist. Das hat damit zu tun. Das hat damit zu tun, weil sie ins Bindegewebe abgewandert sind und auch dann ja in die Lymphe oder in die extrazelluläre Matrix, sagt man, abwandern, ja. Müssen Sie immer mit Borrelien leben oder gibt es mal eine Chance? Ja, wahrscheinlich. Die wird man nicht mehr los. Also ich gehe nach meiner Krankheitsgeschichte 2013, wir reden ja jetzt über 8 Jahre und so wie mein Zustand jetzt ist, momentan leide ich auch wieder stark unter Nebel im Kopf oder also in der verstärkten, mit Fatigue im Ausdruck. Also diese Ermüdung, Erschöpfung. Chronisches Fatigue-Syndrom ist da. Jetzt kann man sagen, liegt es wieder an der Borreliose oder ist es vielleicht Long-Covid? Ich weiß es nicht, ich muss damit klarkommen. Wird sich klären, vielleicht wird es nochmal besser, aber momentan ist es seit April, also nach Ostern, wieder so schlechter, also kognitiv schlechter geworden. Dafür bin ich ja körperlich mobiler, wie zum Beispiel Elisabeth. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Noch zu Corona kurz. Sehen Sie das sogar als eine Chance an für Sie selber, weil Sie ja jahrelang, jahrzehntelang sicherlich ja immer auch um Anerkennung kämpfen müssen. Wir hatten das auch mit Konrad besprochen, dass da so ein Verständnis immer nicht da war. So hab dich nicht so und so. Jetzt haben wir nun diese Riesenkrankheit, über die jeden Tag geredet wird. Glauben Sie, dass Sie es da etwas leichter haben jetzt auch, auf Verständnis zu stoßen? Wird schwer sein, dass man da sagt, also die Symptome gerade, da jetzt zum Beispiel dieses Buzzword hier, Chronik-Fatigue, ist ja dann im Mittelpunkt geraten. Eben. Die Frage ist nur, ob sie wirklich dann auch anerkennen und sagen, dass es eben ein Post-Lyme-Syndrom ist. Da laufen die Kämpfe, aber man sieht es ja jetzt bei Corona, wir sind einfach zu wenig. Wir sind einfach als Borreliose, chronisch Erkrankte an Borreliose, sind wir einfach gegenüber dem Heer jetzt der Corona-Kranken zu wenig und die Lobby ist einfach nicht da. Und ich glaube, das wird dann wieder verschwinden. Ich weiß nicht. Es ist schon, für einen selber, der betroffen ist, ist es schon sehr komisch, weil plötzlich alle reden drüber und du kannst sagen, okay, genau, ja, das habe ich auch. Darunter leide ich schon 7 Jahre. Eben, nicht? Ja, aber ich bin da leider ein bisschen pessimistisch.
Und wenn Sie sich jetzt angucken, ich meine, wenn man eine Krankheit hat, dann wünscht man sich nichts sehnlicher, als wenn die endlich wieder weg ist. Ne? Ja. Also das heißt, Sie hätten doch bestimmt auch nichts dagegen, wenn die Pharmaindustrie endlich mal den Wirkstoff entwickelt, den Impfstoff oder was auch immer, wo man sagt, die Dinger sind jetzt weg, die Borrelien, und ich kann wieder rumspringen wie damals. Mhm. Bei Corona hat es wenige Monate gedauert, dann war der Impfstoff da. Hat man dann sogar so ein bisschen Neid sogar als Borrelienbetroffener? Nee, also beim Impfstoff ja nicht, weil man ja wissen, dass es sind ja zwei Unterschiede. Es ist ja einmal Virus und einmal Borrelien. Ich glaube, dass es nie einen Impfstoff direkt gegen die Borreliose geben. Aber ein Medikament, sagen wir mal so. Also ein Medikament wäre schon schön. Borrelien, das ist doch ein Thema, da kommt nichts. Richtig, ein Medikament wäre schon schön. Ist ja jetzt auch der große Unterschied. Also ich habe teilweise ja bis in 2019 für die Therapie mit den schulmedizinischen Medikamenten Babesien Borrelien 300 Euro im Monat bezahlt. Ja. Mit dem Disulfuram zahle ich jetzt 15 Euro. Weiß ich nicht. Das ist unheimlich preiswert. Deswegen und macht genau das Gleiche. Also das ist ein Unterschied, wie man nicht vergleichen. Aber das gibt es ja wahrscheinlich, weil es eben mehr Alkoholiker gibt. In Deutschland ist es nicht mehr zugelassen. In Amerika. Seit 2016 aber. In Amerika oder eben es ist noch aus der Schweiz kann man sich besorgen. Ich besorge es mir auch aus Frankreich. In Polen ist es noch zugelassen. Es ist ein ehemaliges DDR-Medikament. Also insofern, viele Ärzte kennen das noch. Aber das Problem ist ja, also das haben wir auch früher diskutiert, auch mit Ihrer Gruppe, dass, wie Sie schon sagten, von Borreliose sind zu wenig betroffen. Da lohnt sich häufig die Forschung nicht für die Unternehmen. Mhm. Das ist halt das Problem. Mhm. Ne? Und das ist sicherlich auch ärgerlich, kann ich mir vorstellen. Ja, ärgerlich, aber ich bin einfach schon zu lange dabei. Und ich hab mir abgewöhnt, jetzt da zu sagen, was soll man jetzt sagen? Man muss gucken, wie man dann selber hilft. Also ich meine, die Experten waren ja auch nicht gerade billig. Ich bin jetzt praktisch ja beim zweiten Experten jetzt nochmal gewechselt von Herrn Berghoff. Mhm. Und den Experten habe ich hier kennengelernt über Konrad auch. Den hat er ja eingeladen, den hatte ich dann immer angesprochen. Und dann hat er gesagt, nee, wenn Sie nicht weiterkommen, Herr Volkholz, kommen Sie zu mir. Und das habe ich dann gemacht. Ich weiß gar nicht, das war 2018 beim Vortrag. Konrad organisiert hat. Dr. Janssen Rossek wahrscheinlich. Nee, Dr. Klemann ist es. Okay. Ja, dafür ist doch eine Gruppe da. Dass auf jeden Fall. Austauscht empfiehlt. Jetzt fragen wir nochmal den Online-Beauftragten der Potsdamer Borreliose-Selbsthilfegruppe. Wie ist denn die Gruppe aufgestellt hier so modern digital? Digital ist ja jetzt so das große Wort, ne? Durch die Pandemie auch nochmal. Also, wo sind Sie überall vertreten? Können Sie das mal sagen? Na, wir sind als Einzelne im Internet vertreten mit einer Webpage und ansonsten eben per E-Mail-Adresse dann erreichbar. Sie könnten so einen Messenger auch nutzen, zum Beispiel WhatsApp, Telegram, was weiß ich, da kann man ja Gruppen einrichten. Ist sowas auch mal ein Thema? Könnten wir darüber reden, ja. Nicht, dann könnte man auch mal Inhalte teilen und relativ schnell die Leute erreichen auf dem Handy. Ja, ist richtig. Und wir haben von Frau Kamin ja auch schon gehört und auch von Frau Drescher, also online wollten Sie ja nicht so machen. Was sagt der Online-Beauftragte? Wäre so eine Zoom-Konferenz nicht auch eine Lösung mal gewesen? Wäre eine Lösung gewesen, wenn wir dazu finden würden. Also meine, woran liegt es denn? Haben nicht alle Internet oder Geräte oder warum wollten die nicht? Ich denke, es ist auch schwierig, dann eine gleichzeitige Ausstattung zu schaffen jetzt in der Gruppe für die Konferenz. Da dann so was auf die Beine zu stellen, ist schon schwierig, das so auszurollen, denke ich. Ja. Umso schöner wahrscheinlich auch für Sie, dass Sie sich jetzt endlich seit einem halben Jahr mal wieder treffen, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann Frau Kamin, würde ich Sie noch mal bitten, zu uns zu kommen? Ja, jetzt haben Sie ja, wie gesagt, gleich Ihre Gruppe. Was wird denn so das Hauptthema sein? Wahrscheinlich erst mal Wiedersehen und der Abgleich, wie geht's allen? Wie sind Sie über den Winter gekommen? Ich denke schon, dass das in erster Linie Thema sein wird. Und wir hatten, also soweit wie ich informiert bin, haben auch noch zwei andere Covid gehabt. Und nur irgendeine von einer weiß, wie die gut rausgekommen ist. Bei der anderen weiß ich es noch gar nicht, ja. Ja, vielleicht auch das Thema sein Impfstand. Wer lässt sich impfen, wer lässt sich nicht impfen, wer ist schon geimpft? Welche Nebenwirkungen gab es? Und diese Dinge vermute ich mal, dass das sicherlich Themen werden wird. Da hat ja jeder auch eine Unsicherheit. Und ja, es gibt halt eben auch Meinungen. Also Borreliose hat auch einen sehr großen Autoimmunanteil, dass es auch leicht zur Überaktivierung kommen kann. Und dass eben die Borreliose, die wir jetzt vielleicht der eine oder die andere schön so ein bisschen gedeckelt haben, dass das dann wieder nach oben hochschiebt. Also da sind eben auch Ängste da. Also da ist Impfen nochmal ein ganz großes Thema, wie ich gerade merke. Das ist noch ein Thema. Dann gibt es auch wohl Empfehlungen von Ärzten. Wir sollten doch warten, bis es eine passive Immunisierung gibt. Also das sind ja alles aktiv. Und das ist ja auch eine Frage dann an die Gesellschaft, wenn man dann hört, ja, dass die Geimpften, Genesenen haben, sollen gewisse Privilegien haben. Ne? Mhm. Und wenn Sie jetzt sagen, ich kann ja als Borrelie-Betroffene mich gar nicht impfen lassen, aus den und den guten Gründen, ja, vielleicht, dann muss man da auch nochmal politisch auch sicherlich nachjustieren. Dann ist es ja auch nicht gerecht, Ihnen dann irgendwelche Grundrechte zu entziehen. Aber
Aber naja, das ist ja noch eine weitere Frage. Und die andere Frage ist zum Beispiel jetzt so passive Impfstoffe. Ja. Wie weit sind sie jetzt zugelassen? Und die sind ja auch wesentlich teurer, also ja, wenn sie zugelassen sind. Also, eben, dann geht es an Geldbeutel. Ne? Ja. Das ist ja doch... Ja. Verstehe, also da ist auch nochmal ein ganz großes Thema, wahrscheinlich wird es da auch stark also gehen. Da weiß ich im Prinzip auch viel zu wenig Bescheid, ja, also da liest man in den Medien ja auch bisher sehr wenig. Ja. Es gab auch eine Zeitungsmeldung, dass an der Charité die Möglichkeit ist, wenn man jetzt in dem ersten Stadium von Covid-19 ist, die ersten 3 oder 4 Tage, dass der behandelnde Arzt, bevor eben die schlimmen Erscheinungen kommen mit Luftnot und so weiter, dass der im Prinzip verordnen kann, also bei der, dass man zur Charité eben eine Infusion dafür damit kriegt und dahin gefahren wird, muss dann über einen Arzt ausgehen. Aber wie gesagt, ich habe es auch nur aus der Zeitung, das war vor 3, 4 Tagen in der Zeitung, ja. Aber auf alle Fälle, da merkt man, dass das eben bei Borrelie-Betroffenen nochmal eben ganz anders zu betrachten ist. Ja. Aber davon abgesehen, wir waren ja eben nochmal hier beim Thema auch Digitalisierung. Sie haben mir ja auch gesagt, Sie haben auch Online-Vorträge mal verfolgt. Ich denke mal, das wird ja sowieso weitergehen, Pandemie hin oder her, mhm, dass auch die Selbsthilfe sich digitaler aufstellen muss, moderner. Wird das auch ein Thema sein für die Gruppe, dass Sie vielleicht mal was online anbieten? Also erstmal ist sowieso schwierig, wollen wir sagen, alle zu erreichen, weil Sie sagten mit WhatsApp, also ich persönlich habe zum Beispiel kein Handy, mhm, weil ich über die Polyneuropathie, also über die Nervenschmerzen, habe ich festgestellt, dass ich auch elektrosensibel geworden bin. Aha, ja. Ja, da habe ich dann gesagt, dann entscheide ich mich, bevor ich dann in Versuchung komme, entscheide ich mich das sozusagen ganz auszuklammern, und ich habe auch meine Wohnung umgestellt, also mit Baldachin jetzt im Bett, und man kann ja PC alles verkabeln, man gibt auch noch Schnurtelefone, es gibt noch alles, was man wirklich über Schnur erledigen kann. Ja, ja, verstehe. Ja, und insofern bin ich eigentlich auch gut mit Informationen ausgestattet. Was ich persönlich festgestellt habe und was ich auch an Gruppenmitglieder rumschicke, läuft nicht direkt über die normale Selbsthilfe, aber von jüngeren Betroffenen werden zunehmend Online-Kongresse zu solchen Themen, mhm, also chronische Entzündung, Borreliose und so weiter, organisiert, ja, die denn Ärzte ansprechen. Die Vorträge sind, also sind schon hochkarätige Ärzte, die sich da auskennen, also auch Labormediziner wie der Schwarzbach und so weiter aus Augsburg, die, wo die Namen mir auch bekannt sind, und Frau Dr. Lorenz und so Neurologen und so weiter, die wirklich im Stoff stehen, die dann zu 1 Stunde bis 1,5 Stunden sozusagen interviewt werden. Und jeden Tag sind dann, sagen wir mal, so 2, 3 Interviews, und das geht dann meistens so eine Woche lang. Und wenn sie das schaffen, also jeden Tag wird was Neues eingestellt, je nachdem, ob man es schafft, man kann sich dann nachher entscheiden, eben diesen Kongress sozusagen zu kaufen, und dann kann man das eben auch nach seinem Zeitrhythmus abrufen, ja, wenn man möchte, ja. Und das, glaube ich, wird auch wahrscheinlich künftig erhalten bleiben, auch wenn irgendwann wieder Präsenzveranstaltungen ohne Probleme möglich sind, weil die Digitalisierung so oder so voranschreitet. Ja, und für mich ist das auch sehr erstaunlich. Die erreichen da natürlich auf der ganzen Welt Zehntausende an Menschen. Ja. Und dadurch wird das Thema auch viel, viel präsenter, als wir das hier in der kleinen Selbsthilfegruppe hier in Potsdam überhaupt. Eben. Also da ist die digitale Vernetzung sowieso, und das hat ja auch Vorteile. Sie planen aber trotzdem, wir hatten das eingangs ja gehört, einige Projekte. Ich glaube, im Herbst ist was geplant, ne? Im Vortrag hier noch. Wir hatten noch überlegt, vor dem Herbst noch den ausgefallenen Vortrag über also Trinkwasser, Legionellen und chronische Erkrankungen zu machen. Kommt jetzt darauf an, inwieweit uns das jetzt noch vor den Ferien gelingt, also auch Oscar-Räume und so weiter. Mhm. Also die Beziehung, die damals Konrad geknüpft hat, auch mit größeren Räumen und so weiter, wir haben gemerkt, wir haben da immer noch offene Türen sozusagen. Ja, das ist doch schön. Und diesen Tag der integrativen Medizin, der vorher ja auch nicht stattfinden wollte, dass wir den auch vielleicht im Herbst stattfinden lassen können, wenn natürlich auch wieder mehr Personen zugelassen wird, denn ich meine, die Referenten kosten auch viel Geld, und dann möchten schon sehr viele davon profitieren, und nicht nur 30 Hanselns, und ja, wir sind ja auch auf die Spenden ja angewiesen, die dann kommen sozusagen. Ja, also Das ist geplant für, wann soll der Tag der integrativen Medizin, vielleicht im September oder September, was? Oktober, also, ja, also aber das ist ja nun alles sehr unsicher, es geht ja allen so, man richtig Ist ja nicht, was ist nächste Woche? Man kann nichts planen, so, ja, richtig, ist richtig. Also da können wir Ihnen nur Glück wünschen, und das ist dann abhängig von der Pandemie natürlich, ob stattfindet, ansonsten müssen Sie es dann noch wieder weiter ins nächste Jahr schieben.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Elisabeth Kamin, Guido Volkholz und schon uns verlassen hat ja Ilona Drescher. Aber Sie waren da, haben Rede und Antwort gestanden von der Potsdamer Borreliose-Gruppe. Vielen Dank nochmal und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, dass wir die Möglichkeit hatten. Aber gerne doch. Ja, das war unser Podcast, wie immer im Mai zum Thema Borreliose. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldner. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.